Hallo Julia, was machen wir denn heute? Ich zeige euch, wie wir eine Waschtrockensäule aufbauen. Dazu benötigen wir den passenden Verbindungsrahmen und die beiliegende Montageanleitung. Als Werkzeug benötigt ihr einen 20er Torx und einen Kreuzschraubendreher. Bevor ihr damit anfangt, achtet bitte darauf, dass die Waschmaschine nicht wackelt und auch richtig ausgerichtet ist. Achtet darauf, alle vier Füße inklusive Kontermutter festzustellen. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Dazu nehme ich mir einfach mal die mitgelieferte Montageanleitung und schaue, was der Schritt 1 sagt. Schritt 1. Bringen Sie die mitgelieferten Kunststoffführungen 1A und 1B wie abgebildet an der Waschmaschine an. Nun zu Schritt 2. Bringen Sie die Zierblende wie abgebildet an der Vorderseite an. Und jetzt müssen die einzelnen Teile noch zusammengeschraubt werden. Jetzt muss die Zierleiste am Waschmaschinenrand ausgerichtet werden. Im Anschluss müssen links und rechts noch die Halteplatten angebracht werden. Die Halteplatten richtet ihr anhand der Tiefe eurer Waschmaschine aus und schraubt diese dann fest. Nicht vergessen, die Halteplatten hinten am Gerät noch festzuschrauben. Den Montagesatz, den habe ich jetzt gerade befestigt. Als nächstes muss jetzt der Trockner auf die Waschmaschine gehoben werden. Das schaffe ich definitiv nicht alleine und dafür habe ich mir starke Unterstützung mitgebracht. Nun muss der Trockner auf der Führung nach vorne geschoben werden. Danach die beiden hinteren Befestigungsteile des Montagesatzes in die Führung schieben. Dazu kippt ihr den Trockner leicht nach vorne an. Und zum Schluss muss die Befestigung noch hinten am Trockner festgeschraubt werden. Und so schnell lässt sich eine Waschtrockensäule aufbauen.